Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Und ja, ich muss mal kurz in die Steuerung wieder reinfinden. Es ist anscheinend 4 nach 8 und es wird auch langsam dunkel. Die Zeit ist also doch. Doch, die Zeit läuft. Es wird auf allein dunkel und alles. Das finde ich interessant. Ich würde gerne mein Licht ausmachen. Danke. So, ich wurde gefragt, ob ich die Gespräche lauter machen kann. Jetzt muss ich euch mal die Option zeigen. Also, ich habe nicht viele Optionen übrig. Ich habe die Hauptlautstärke und die Musiklautstärke. Ich habe jetzt bei der Hauptlautstärke, ich glaube, 2 Punkte hinzugefügt. Man muss dazu aber auch sagen, ich habe die letzten Gespräche manuell schon beim Schneiden lauter gemacht. Das heißt, viel tut sich da anscheinend nicht. Und die Zeit läuft unerbittlich weiter. So, in der letzten Folge haben wir die Sekte der Stromlosen gestürmt. Und die haben einen Fisch heraufbeschworen. Wobei ich nicht glaube, dass dieser Fisch überhaupt auf die hört. Aber man weiß ja nie. Eventuell werden wir gleich fischige Probleme haben. Da sehen wir den Fisch. Weiß nicht mehr, wie er heißt. Und ich habe beim Schneiden der. Und nee, nicht beim Schneiden, beim Erstellen der Sams. Habe ich die Map angeguckt, die uns da gezeigt wurde. Und ich habe tatsächlich meinen Geburtsort gefunden. Den kann ich euch zeigen, wenn wir das nächste Mal beim Zug sind. Und es nicht laggt. Und nun müssen wir irgendwie zurückfinden. Das Problem ist natürlich, wir müssen zum Bötchen, ne? Ich weiß nicht, ob das Bötchen fährt. Es sieht noch ziemlich geschlossen aus. Was machen wir denn jetzt? Da gerade jemand geschossen? Oder bin ich einfach nur runtergefallen? Das Problem ist natürlich, wenn ich die Hauptlautstärke verändere, dann werden natürlich auch die Schüsse lauter und dann hört man mich irgendwann nicht mehr und dann denken alle, ich bin ein Noob. Da wird doch geschossen. Wer zur Hölle schießt hier? Ich wünschte, ich hätte einen Watz-Modus. Ja, oder was schießt denn hier? Die Fische hier werden übrigens nachts aggressiv. Das heißt, ich habe besonders viel Angst. Die beiden sind schon abgeholt worden, ne? Wieso haben die mich nicht abgeholt? So, unser Schiffchen war ja hier unten, ne? So, okay, das war seltsam. Ruft mich PayPal an und fragt, ob das Geld, was ich quasi durch PayPal quasi ja, gezahlt habe, auch wirklich von meinem Bankkonto abgebucht wurde. Ich so, ja, ich gucke auch gerne nach. Guck so drauf. Ja, ist abgebucht. Dann sagt er, ja, dann ist ja alles in Ordnung. Ich so, ja, gut, ja, tschüss. Das war seltsam. Es war auch jetzt irgendwie kein Fake oder so, weil die wussten meine E-Mail-Adresse, die wussten meine Telefonnummer, die wussten alles, was ich bei PayPal angegeben habe, was ich nur bei PayPal angegeben habe. Also, naja. Was soll's. So, wir müssen hier jetzt weg. Irgendwie. Ich weiß noch nicht wie. Da wird schon wieder. Was ist das für ein random Schuss die ganze Zeit? Ist das meine eigene Knarre, die da schießt? Einfach so freiwillig. Muss mal auf meine Munition achten. Kommt irgendwie von rechts. Hallo? Wir haben ja noch ein Bötchen da hinten, ne? Wir gucken mal, ob wir da hinten irgendwie durchkommen. Aber ich habe da auch nur meine Anzeige. Und meine Anzeige sagt, dass ich gesehen werde. Von irgendjemanden. Und ich muss mal kurz ein paar Programme schließen. Wie habe ich das Gefühl, dass es das laggt? So. Erstmal schön draufhauen. Ja, gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir mit dem Bötchen da hinten fahren können. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie wir nach Hause kommen. Oder zum Zug. Nach Hause ist das ja nicht. Kannst ja kein Zuhause nennen. Oder es sind wirklich so einfach nur Schüsse, die. Oh, guck mal, das Boot ist weg. Ah, das ist da unten. Einfach nur Schüsse, die quasi, ja, Hintergrundmusik sind, sozusagen. Und die Zahl, die da eingeblendet wird die ganze Zeit, mich erschleicht das Gefühl, dass das die
zurückgelegten Kilometer sind. Das ist rückwärts und das ist vorwärts. Gut, gleich kommt übrigens ein Fischchen aus dem See, nicht erschrecken. Da. Alles klar bei dir? Schade, dass du es nicht heimlich und ohne Blutvergießen geschafft hast. Jetzt werden sie uns noch mehr hassen. Na gut, Artyom, Katja und Nastya sind jetzt bei mir. Wir sehen uns an Bord der Aurora. Schau auf die Karte. Offenbar kannst du geradewegs dorthin rudern. Hey, was geht, Kleiner? Zieh dich! Okay, nachts zu fahren ist übrigens uncool. Guck mal, da ist jemand. Artyom! Hier! Hä? Was? Oh Gott! Ich hab's gewusst! Megafischchen! Okay. Wieso hast du deine Maske auf? Ah, ich höre schon. Was zum Teufel war das? Ein Wal? Der ist verdammt riesig. Der Alte hat mich als Wache vorgeschickt und mir gesagt, dass ich nichts unternehmen und unter keinen Umständen in Aktion treten soll. Also saß ich in der ersten Reihe, um dich zu beobachten. Du hast die Besatzungstruppen nicht gerade friedlich mit heiligem Kreuz und Gebet unterworfen. Anna hat bereits von dem Kult berichtet. Wie wäre es, wenn wir Plätze tauschen? Ich würde nur ungern nach Moskau zurückkehren, ohne auch nur einmal geschossen zu haben. Ich wollte doch dort ein Mädchen für mich gewinnen. Da habe ich wohl Pech gehabt. Warum bekommen alle anderen immer die tollen Einsätze? Der Oberst kritisiert dich und so, aber gibt dir trotzdem die besten Aufgaben. Zeigt er dir so sein Wohlwollen oder versucht er dich umzubringen? Aber ich finde das nicht fair. Da werde ich aus Moskau gezerrt und wofür? Um den Ofen zu befeuern und mit einem albernen Fernglas im Matsch zu hocken? Du bist halt zu sterben. Allerdings die Chance, etwas Beute zu finden. Das Flugzeug dort. Lass mir da einfach was liegen. Ich vermute, ich werde länger bleiben müssen. Das ist schon gelootet. Die Schrimps bereiten mir allerdings Probleme. Ich wünschte, ich könnte diesen Catfish irgendwie dazu überreden, die vielen Wasserwanzen zu fressen. Wie hat Mowgli eigentlich mit den Tieren gesprochen? Apropos Mowgli, wir haben dieselbe Blutgruppe, du und ich. Ist dir das aufgefallen? Tja, ich schätze, du musst jetzt wohl gehen, Artyom. Ich spüre schon, wie das Fernglas deines Schwiegervaters uns gleich zu Salzsäulen erstarren lässt. Okay. Folgender Plan. Ich nehme mal an, dass wir jedes Mal die Wahl haben, wenn wir eine Mission beendet haben, dass wir zum Zug zurückkehren. Was ist? Wo? Oh! Was ist das? Was zum Fick? Holy shit, das ist verstrahlt! Was ist das? Was so? Wie soll ich denn daran? Wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich denn daran vorbeikommen? Was ist das überhaupt? Das ist Strom, der irgendwie durch die Gegend läuft.
Wie? Was? Wie? Er wird irgendwie auch geschossen. Achso, wahrscheinlich wegen dem Typen. Okay, was ich sagen wollte. Guck dir das Stromviech an, viel Spaß damit. Was ich sagen wollte ist, wir haben höchstwahrscheinlich die Wahl, wenn wir beim Zug angekommen sind, ob wir weiterreisen wollen oder nicht. Nicht schlecht. Und ich werde höchstwahrscheinlich nicht weiterreisen, sondern die Gegend weiter erkunden. Das heißt, wir machen zuerst die Mission, warten dann ab, ob wir weiterreisen können. Wenn ja, sagen wir nein. Und so weiter und so fort. Das ist der Plan. Wenn es denn geht. So. Hey, ich bin wieder da. Da kommt unser Artyom vom Abgrund der NATO-Besatzungszone zurück. Beeindruckend, nachdem Duke von all den Schrecken berichtet hat. Lass uns gehen. Papa spricht gerade mit Katja. Sie sind so nett. Sowohl Katja als auch ihre Tochter. Und Katjas medizinische Ausbildung Danke könnte nützlich für die werden. Information, Katja. Aber ich habe noch eine Frage. Natürlich. Was weißt du von den Besatzungstruppen? Hä? Tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, was sie. Also hast du nie irgendwelche fremden Soldaten hier gesehen? Nein, ich habe keine Soldaten gesehen. Wir waren allerdings auch nicht an den wichtigen Orten. Ich verstehe. Artyom, einen Moment. Vielen Dank, Artyom. Ohne dich wären wir diesem Ort nie entkommen. Die waren so damit beschäftigt, nach dir zu suchen. Und dann holte Anna uns ab. Ja, Onkel Artyom. Vielen Dank. Und deine Frau ist echt klasse. Sie ist so nett und total stark. Danke sehr, Tante Anna. Na bitte, Artyom. Ich sag ja immer, dass du froh sein kannst, mich zu haben. Wir können alle froh sein, Anna zu haben. Sie ist extrem zielsicher. Jetzt wünschte ich nur noch, dass deine Mama auch mit uns kommen kann. Mit einer echten Krankenschwester könnte uns niemand mehr aufhalten. Katja, Nastja, nehmt euch etwas Tee. Nicht so schüchtern. Danke. Ich bin auch ein bisschen borscht. Und, Katja, wo kommt ihr her? Vom südlichen Ural. Vor ein paar Jahren hörten wir, dass es an der Wolga einen tollen Ort geben solle. Also brachen wir auf. Wer hätte ahnen können, dass diese Fanatiker jetzt hier sind? Angeblich ist es hier früher sehr schön gewesen. Bist du mit deinem Mann hergekommen? Wir waren 15, aber nur Nastja und ich haben überlebt. Das tut mir leid. Hey, warum bist du so traurig? Schmeckt dir der Tee nicht? Doch, schon. Ach, als der Gargoyle angriff, verlor Nastja ihren Teddy. Das Biest nahm ihn einfach mit. Hat wohl gedacht, er sei lebendig. Oh, keine Sorge. Wir werden deinen Teddy schon finden. In Moskau nennen wir sie Dämonen und ihr nennt sie Gargoyles. Ja, ich frag mich schon, woher diese Dinger gekommen sind. Tja, die Strahlung, chemische Waffen und so, die Natur hat sich verändert. Ja, der ganze Planet ist jetzt hinüber. Kein Wunder, dass Silantius die Leute hier so in der Hand hat, wenn sie solche Dinge tagtäglich sehen. Arme Tröpfe, leben in der Dunkelheit und sterben auch so, von Krankheiten geplagt. Ich bin ausgebildete Krankenschwester. Aber Silantius wollte nichts davon hören, dass ich alle behandle. Er sagte, Gott holt sich, wen er will. Silantius kümmert sich nur darum, ihre Körper an die Fische zu verfüttern, sobald sie tot sind. Er sagt, dass das ihr sicherer Weg in den Himmel sei. Ich versuchte, ihnen zu helfen, aber nein, das ist eine Sünde. Dann hat er uns in diesen Turm eingesperrt. Und eine dumme Taschenlampe hat alles nur noch schlimmer gemacht. Onkel Kress hat mir die Taschenlampe gegeben. Aber Silantius ist wütend geworden und hat sie kaputt gemacht. Das hat er. Und dann hat er Kress verflucht, sodass er sich am Hafen verstecken musste.
Das ist eine Höhle von Tiermenschen. Daher kann Silantius ihn dort nicht erwischen. Er wollte auch, dass Mami ihn heiratet. Aber sie wollte nicht. Er ist alt und fies. Bah! Ja, das Evangelium der verdammten Fische sagt nichts über Heirat. Ich hatte Glück, meine Tochter beschützen zu können. Dieser irre Typ. Er ist so... Bringt ihr uns von hier weg? Bitte. Natürlich tun wir das. Keine Sorge. Ja. Die Sekte der stromlosen Fischverfütterer. Oh Mann. Artyom, komm mal bei mir vorbei, wenn du mit dem Alten gesprochen hast. Ja, ich... Was ist mit dieser Stromerscheinung? Die ist weg. Was war das? Das kann doch niemals irgendwas Lebendiges gewesen sein. Oder war das ein großgezüchtetes Atom? Ich weiß es nicht. Reden wir erstmal mit dem Alten. Artyom, komm bitte mal her. Gut, dass du sie gerettet hast, Artyom. Katja hier hat uns mit wichtigen Informationen versorgt. Alter, sind deine Füße laut. Am Hafen versteckt sich ein Mechaniker namens Crest. Wir werden seine Hilfe brauchen, wenn wir die Aurora in absehbarer Zukunft reparieren wollen. Jerma kriegt das nicht alleine hin. Sobald du also bereit bist, gehst du zum Hafen und lädst Crest ein, sich uns anzuschließen. Und dann kommst du sofort zurück. Wir müssen entscheiden, was wir mit den Fanatikern an der Brücke machen. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die Brücke funktionstüchtig ist. Als sie letztes Jahr herkamen, haben sie sie überquert. Nun, zumindest sehen wir jetzt etwas klarer. Aber es gibt trotzdem noch viele Fragen. Unter Umständen sind hier überhaupt keine feindlichen Streitkräfte. Die werden wohl nur die wichtigen Regionen besetzt haben. Auf jeden Fall werden wir alles in Erfahrung bringen, wenn wir Yamantau erreichen. Und zwar aus erster Hand. Die Moskauer Regierung ist im Grunde nur ein örtlicher Rat, um das mal in Relation zu setzen. Jetzt müssen wir also nur noch herausfinden, wie wir diese gottverdammte Brücke überqueren können. Ich find's lustig, wie der Rotpunkt in seinem Bart schimmert. Bist du immer noch hier, Artyom? Ich hab mich über dein Bart lustig gemacht, es tut mir leid. Ja, ich hab Dinge zu tun. Hi. Wie gefällt dir der Rucksack? Ist er bequem? Kannst du dich unbemerkt damit bewegen? Ich habe hier ein Geschenk für dich. Oh, die? Das? Ein PH-Gewehr. Na, klingelt es? Nö. Ein Luftdruckgewehr, aber es hat trotzdem Wumms. Und Kugeln lassen sich dafür ganz einfach herstellen. Selbst im Feld. Vergiss nur nicht, den Luftdruck aufrechtzuhalten. Sonst könntest du die Kugeln ebenso gut spucken. Abgesehen davon wird es dich nie im Stich lassen. Ich habe mein Bestes gegeben. Also, trage es mit Ehre. Das habe ich früher immer gerne verwendet. Daran, hin und wieder vorbeizuschauen. Ich habe ein paar Ideen, wie ich es noch verbessern kann. Das wird ein schönes Silent-Gewehr. So, habe ich jetzt drei Waffen? Ich habe drei. Oh, ich habe drei Waffen. Cool. Wolltest du nicht eine Werkbank bauen? War da? Mir war da so. Wir gucken mal kurz auf die Map, geht das? Och man, ich wollte euch meinen Geburtsort zeigen. Muss das warten. War hier nicht eine Wand? War hier nicht der Kommunikator? Wieso ist das? Was ist passiert? Ah, okay. Dann halt nicht. Okay. Kann ich Y gedrückt halten? Okay, wenn ich gedrückt halte, wechsle ich zu der Waffe. Okay, gut. Ansonsten wechsle ich hin und her. Ja. Sehr schön. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon, ist doch in Ordnung. Wie soll ich das bloß hinkriegen? Ich könnte den Zylinder ja austauschen, aber ich habe keinen Ersatz. Also muss ich den hier reparieren. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Normalerweise braucht man eine ganze Werkstatt, um so etwas zu reparieren. Du gehst also zum Hafen, um diesen Mechaniker zu suchen.
Bitte, gib dein Bestes. Denn ansonsten sitzen wir hier womöglich fest. Vor allem im Schnee daran arbeiten, wenn alles kalt ist und alles eingefroren und... Es ist schrecklich. Hi, Tibi. Hi, Artyom. Hallo, Artyom. Du warst großartig. Zumindest sagen sie das alle. In der Zwischenzeit haben wir uns hier verschanzt. Haben auf die Besatzungstruppen gewartet, aber bislang gab's nur Geflügelte und Vierbeine. Wir scheinen für sie nicht so interessant zu sein. Ah ja. Ach, und in der Ferne ein paar banditenhafte Typen. Der ist ein bisschen krank. Und Artyom, gehst du zum Hafen? Ja, ich bin da schon unterwegs. So. Mäppchen. Wie war das noch gleich? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie man es aufs Mäppchen zurückgreift. Ja. Ein Glück ist es dunkel und man sieht sie leuchten. So. Verzieh dich! Okay, schleichen uns hier einfach dann vorbei. Wie kommen wir jetzt da easy rüber? Ach, ich weiß wieder. Wir müssen da entlang. Oh, na gut. Wir sind auf der falschen Seite. Ja, beruhigt euch. Ich gehe schon auf die andere Seite. Ihr könnt mir gerne folgen. Hier ist es sicher für euch. Keiner wird euch abschießen, versprochen. Übrigens, Herr Joscha, mein Freund. Artyom, gehst du zum Hafen? Ja, ich gehe zum Hafen. Gehst du zum Hafen? Ich gehe natürlich nicht zum Hafen. Ich gehe und hole mir jetzt einen Döner und esse den ganz alleine. Das ist das, was ich die ganze Zeit vorhatte. Ja, ja. Ich will nicht zum Hafen gehen. So, weiter geht's. Wir haben hier noch diverse Häuschen. Ich würde gerne warten, bis es tags ist, aber ich glaube, die Möglichkeit haben wir nicht. So, X halten, pumpen, damit der Druck am höchsten ist. Man hört es ein bisschen zischen. Kabum. Bam. Okay, wir müssen uns halt hier ordentlich umsehen, damit wir nicht überrascht werden. Überraschungen werden meinerseits nicht geduldet. Ich will die Gegner überraschen. Nein, bitte nicht. Ich glaube, das Strumpfviech kämpft gegen irgendwas. Verfolgt er mich oder so? Okay, ich höre die Viecher von irgendwo von da. Im besten Falle, ja, ich muss Richtung Stromviech laufen. Was ist das? Oh, guck mal, hier wohnt jemand. Machen wir ein bisschen Licht an, ne? Damit die Viecher nicht kommen. Ausnahmsweise mache ich mal Licht an. Normalerweise mache ich es gerne aus. Oh, hi. Ich glaube, es wird wieder hell, oder? Oder ist das wegen dem? Ich weiß es nicht. Ah, komm, gib mal dein Zeug her. Das Licht kannst du behalten. Au, haben wir noch irgendwas? Nein, okay. Gut, dann schleichen wir uns mal an dem Lichtding vorbei. Und hoffen, dass wir nicht überrascht werden. Tagsüber kann man wenigstens was sehen. Und vor allem, irgendwas sieht mich. Oder auch nicht. Ich bin einfach nur auffällig gerade. Was? Was ist das? Und es folgt mir. Was? Okay. Wie wär's, wenn du mich in Ruhe lässt?
Das ist... Wie soll man gegen sowas kämpfen? Ich will nicht behaupten, dass es nachts hier kacke ist, aber es ist kacke nachts. Vor allem war ich jetzt für eine Sekunde ziemlich auffällig durch das Sprinten. Und ich hoffe einfach, dass mich nichts gesehen hat. Okay, wir scheinen gut durchgekommen zu sein, aber das Viech verfolgt mich. Was auch immer das ist. Hier scheinen wir erstmal in Sicherheit zu sein. So, wir haben hier eine hübsche kleine Schrotflinte. Die gucken wir uns natürlich erstmal an. Haben wir nicht, das war ein zusätzlicher Lauf. Okay, interessant. Oh, ich kann schlafen. Ah, oh, ja, bitte. Oh, eine Werkbank. Hm. So, wir haben Pistolenpatronen, Munition für Sturmgewehr und Schrot. Ich kann es zerlegen und ich kann neue Munition herstellen. Okay, dann haben wir hier irgendwas, was ich gerade hergestellt habe. Munition für mein Hans-Dieter, ne? Dann können wir hier an unserer Waffe rumbasteln. Das ist unsere Pistole, die können wir direkt verbessern. Was kriegen wir da? Stabilität. Griff- und Scharfschützeneigenschaften aus Holz. Sie stammen von einem Jagdgewehr, das verringert den Rückstoß erheblich. Ja, mach ich. Standardlauf. Jedes Stahlrohr, das mit einer improvisierten Zieloptik ausgestattet ist, wird zum Lauf. Was ist das, was ich wahrscheinlich gerade bekommen habe? Ich würde Schaden dazu gewinnen. Aber ich muss ehrlich sagen, der Schalldämpfer ist mir verdammt wichtig. Ja, Trommellauf ist okay. Und Laser. Nein, ich wollte noch die anderen Waffen angucken. Ach, gehen wir erstmal schlafen oder was? Ah, nee, nee, nee. Wir haben ja hier Licht angemacht. Das Stromding ins Kirchen erwischt uns hier nicht. So, dann haben wir hier den hier. Leichter Griff aus gut verfügbaren Materialien. Ermöglicht dem Nutzer ein sicheres Schießen. Würden wir doch Stabilität einbüßen. Och, Mann. Ich spiele zu viel Fallout, Leute. Es tut mir leid. So. Hier haben wir natürlich... Achso, das war die Waffe, okay. Hier haben wir sonst nichts, ne? Ja, wir können das Visier ändern, das aber ein bisschen dämlich wäre. Oh. Und dann haben wir hier Schutz. Reparieren. Okay, ist repariert. Spartanerhelm, da kann ich nichts machen. Elektrische Ausrüstung. Das Elektrovieh hat mich bestimmt schön aufgeladen, oder? Armschutz und der Kompass an deinem Armschuss zeigt immer in Richtung, die du einschlagen musst. Achso, ich kann Kompass einbauen. Hm, mach ich doch. Jetzt haben wir einen Kompass an unserer Hand. Das vereinfacht doch die ganze Situation schon erheblich. So, haben wir da unten noch irgendwas? Ah, Ducken ist das. Licht. Oh. Hier ist auch ein Tape. Ja, anscheinend sitze ich hier für immer fest. Verdammte Fanatiker. Wegen einer einzigen Taschenlampe sind die durchgedreht und jagen mich seitdem. Muss mich ständig verstecken. Was auf eine gewisse Art auch recht praktisch ist. Man weiß nie, wohin es einen die nächste Nacht verschlägt. Ich kenne die Gegend jetzt wie meine Westentasche. Sie ist wirklich interessant. Zum einen war hier früher ein militärisches Lager. Ich bin allerdings nicht reingegangen. Da scheinen lauter Chemikalien zu lagern. Dann gibt es noch das große Haus auf der anderen Seite. Schon lange verlassen. Gibt es da noch etwas Interessantes? Ohne Boot komme ich da allerdings nicht hin. Diesbezüglich werde ich bald was unternehmen müssen. Wie auch immer, das Leben geht weiter. Und das war's an Neuigkeiten. Es tut mir leid, irgendwie habe ich die Tür geöffnet, obwohl ich das Licht ausmachen wollte. Na komm, wir haben es jetzt 2 Uhr. Gehen wir schlafen. Da ist das Elektroviech weg. Bis tags, bitte. Dankeschön. Ah, oh, schön.
Ich denke mal, tagsüber werden natürlich andere Gefahren da sein als nachts über, aber ich finde es nachts einfach schrecklich. Auch wenn ich nachts natürlich von anderen nicht gesehen werde. Was natürlich auch wieder praktisch ist. Also alles hat so seine Vor- und Nachteile. Aber dieses Elektroviech, das hat mich einfach nur aufgeregt. Das wollte ich nicht mehr. Und wir müssen in die Richtung. Danke, Kompass. Sicher? Aber willst du mich verarschen, Kompass? Ach, der rote Pfeil zeigt. Wieso ist das grüne hintere Ding so groß? Das fällt dermaßen auf, dass ich immer denke, dass ich da in die Richtung muss. Naja. Gucken wir mal. Ob ich schon gesehen wurde? Wie, du lebst noch? Das war einfach. Okay. So, mal alles hier schön nachladen. Immer dafür sorgen, dass wir ausgerüstet sind. Ich sehe dich. Wieso bist du nicht dazugekommen, als wir Party gemacht haben? Das war ein Kritisch. Habt ihr es gesehen? Oder sind mir sogar angezeigt? Nice. Ansonsten scheint hier nichts zu sein. Perfekt. Was war das für ein Geräusch? Ich höre alles. War bestimmt der Oberfisch. The fuck? Was zum... Okay. Ja, Freunde, ich würde sagen, mit dieser vollautigen Überraschung sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.